Um dieses Ungleichungssystem zu lösen, lösen wir zuerst beide Ungleichungen separat und fügen am Ende die gemeinsamen Lösungen zusammen. Dies ist eine Ungleichung zweiten Grades, die wir per Zeichentabelle lösen. Die zwei Nullstellen dieses Trinoms zweiten Grades sind minus 5 und 2. Also, wenn x minus 5 oder 2 ist, dann wird dieses Trinom 0. Deshalb setzen wir da 0 hin. Außerhalb dieser beiden Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x², also plus, und zwischen den zwei Nullen das entgegengesetzte Vorzeichen. Hier wird gefragt, für welche x-Werte ist dieses Trinom streng negativ? Streng negativ ist es hier. Wir färben dieses Feld in grün und fahren dieses grüne Feld nach oben bis zur x-Zeile hin und erkennen so, dass dieses Trinom streng negativ ist, dann und genau dann, wenn x sich streng zwischen minus 5 und 2 befindet. Diese Lösungsmenge stellen wir auf dem Zahlenstrahl dar. Alle Zahlen zwischen minus 5 und 2 sind Lösungen dieser Ungleichung, die minus 5 und die 2 selbst nicht und alle Zahlen außerhalb von minus 5 und 2 auch nicht. Also, wir stellen die Lösungen in grün dar und die Nichtlösungen in rot. Dies ist auch eine Ungleichung zweiten Grades, also lösen wir die ebenfalls per Zeichentabelle. Die Nullstelle dieses Binoms zweiten Grades sind 0 und 1, also da und da schreiben wir 0. Außerhalb dieser beiden Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x², also minus, und zwischen den zwei Nullen das entgegengesetzte Vorzeichen. Hier wird gefragt, wann ist dieses Binom zweiten Grades kleiner gleich 0? Kleiner gleich 0 ist es hier. Und da. Also markieren wir diese zwei Felder in grün, fahren diese grünen Felder nach oben bis zur x-Zeile, so, und stellen fest, dass diese Ungleichung erfüllt ist, dann und genau dann, wenn x kleiner gleich 0 oder größer gleich 1 ist. Auch diese Lösungsmenge stellen wir auf dem Zahlenstrahl dar. Alle Zahlen außerhalb von 0 und 1 sind Lösungen, werden also grün gezeichnet. 0 und 1 sind auch Lösungen, deshalb ebenfalls in grün. Und die einzigen Zahlen, die nicht Lösungen sind, das sind diese Zahlen, die sich streng zwischen 0 und 1 befinden. Deshalb sind die hier rot gezeichnet. Jetzt sammeln wir die gemeinsamen Lösungen der Ungleichungen. Die sammeln wir wieder auf dem Zahlenstrahl. Durch die erste Ungleichung werden alle Zahlen kleiner gleich minus 5 und alle Zahlen größer gleich 2 ausgeschlossen. All diese Zahlen erfüllen die erste Ungleichung nicht, also können sie auch nicht beide erfüllen. Die Zahlen, die streng zwischen 0 und 1 liegen, erfüllen die zweite Ungleichung nicht, also werden auch die fürs Ungleichungssystem ausgeschlossen. Und alle Zahlen, die jetzt nicht ausgeschlossen sind, die gehören zur Lösungsmenge vom Gleichungssystem. Die sind also alle grün eingezeichnet worden. Jetzt brauchen wir nur noch diese grüne Menge aufzuschreiben. Es ist die Vereinigung vom Intervall von minus 5 ausgeschlossen bis 0 eingeschlossen und vom Intervall von 1 eingeschlossen bis 2 ausgeschlossen. Also so. Wir haben die Lösungsmenge von unserem Ungleichungssystem gefunden und somit ist diese Übung schon beendet.